Sonntagmorgen, 27. Juli, ein wunderschöner sonniger Tag hier in Berlin am Olympiastadion. Die bekannte Berliner Rennfahrerin Heidi Hetzer startet heute ihre zweijährige Weltreise mit einem Opel Hudson Baujahr 1930. Viele Fans, viele Freunde sind gekommen, um Heidi Hetzer heute hier in Berlin für ihre zweijährige Reise von rund 95.000 Kilometer zu verabschieden. Ich sag Tschüss und langsam. So. Winkt mal beide. Winkt mal beide. Mal runter, Nils. Heidi. Immer runter. Ich lag rein. Ich lasse. Ja. Komm, lass sie alle hin. Alle aufs Auto. Ja. Packt ihr den Dachträger? Die Fahrt beginnt am Brandenburger Tor, wird das erste Tagesziel Bad Elster sein. Von dort aus geht es weiter nach Prag, Wien bis in die Türkei nach Istanbul, erzählt uns die 77-Jährige. Heidi, hierher! Heidi, einmal nach vorne! Ein Leiter, ne? Ja! Pass auf! Danke! Vorsicht! Hier, in dieser Seite! Ja. Ja. Heidi, nochmal die Arme hoch! Ja, toll! Kutte! Okay. Hallo, Kutte! Sind noch deine Freunde sind gekommen, meine nicht deine Freunde. Kutte Klein, kennt er doch alle. Hast du das Geld für die Uhr? Soll ich so fahren? Ich komme aber lecker. Alles Gute. Das ist die Weinkönigin, ist sogar hier. Komm mal lieber wieder runter, du. Ja, deutlich. Sag mal, hier komme ich eigentlich zu der Grundschule vom Autobahn. Meine Maschke. Meine für Berlin natürlich absolutes Idol. Wir können alle sagen, Dietmar Walter, mit dem ich auf die Monte gefahren bin. Und allen hast du mal das Autofahren beigebracht. Gehörte Heidi auch dazu? Mit Bierfahren. Ach, mir? Bierfahren. Deswegen habe ich die richtige gewonnen. Ja. Bierfahren nicht. Wie sieht's aus? Was sagst du zu der Weltreise? Okay oder was? Einmal frei, wenn Sie das so möchten, wunderbar. Ja. Dietmar, du kennst ja nun weite Strecken. Tour de Rob sind wir gefahren und auch mal so ein bisschen raus aus Berlin. Auch Monte. Da hatten wir das Glück gehabt, zweimal die Klasse zu gewinnen. Was sagst du zu der Reise von Heidi? Ja, das ist eine tolle Sache. Und ich hoffe, dass wir das eine Reise überstehen und wieder in Berlin kommen. Ja, denn wir reden hier ja immerhin von 2 Jahren. Also Heidi wird jetzt von hier, das ist unser olympischer Platz, wird sie unterwegs sein, immerhin 2 Jahre. Man spricht von 95.000 Kilometern. Und was ich am meisten dabei bewundere, ist eigentlich gar nicht die Tat, sondern mit dem Auto, mit Holzfeldern und dann die Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob es überall Teile gibt. Was meinst du, wird es geben? Wird schwer. Ja. Also die Zeit ist nicht stehen geblieben. Wir sind natürlich alle da, um ihr noch die Daumen zu drücken. Das auf alle Fälle. Und ich hoffe, wir sehen sie wieder hier. Vielleicht in 2 Jahren. Aber wir warten noch, selbst wenn sie früher kommt, wir sind ja da. Wir sind da. Ja. Okay, danke. Danke. Heidi, ja. Ist schön, dass wir uns schnell noch treffen konnten. Ja. Ich dachte ja, wir sehen uns alleine, habe mich, glaube ich, geirrt. Viele liebe Berliner, die sich hier verabschieden wollen. Es geht los auf die Weltreise. Was hast du vor, in 2 Worten eigentlich? In 2 Worten, ja. 2 Jahre. Für jedes Jahr ein Wort. Viel Glück. Ja. Also was habe ich vor? Einmal um die Welt, alle Erdteile besuchen,
etwas mehr fahren als Claire Nora Stinnes, die mein großes Vorbild ist, weswegen ich fahre. Und ich bin so ein glücklicher Mensch, dass ich eben in dem Alter, wo ich im Ruhestand bin und noch ein bisschen Kohle habe, mir sowas erlauben kann. Wer kann das schon? Entweder ganz jung, da muss man mit dem Rucksack darum her, oder ganz alt, ein bisschen Geld gespart und gesund sein, sonst geht's nicht. Aber wenn man das ist, muss man das machen. Und darum mache ich das. Und ich dachte, du hättest den Zettel mit, diesen Jugendausweis und von deinem Erziehungsberechtigten, dass du hier die Stadt verlassen hast. Also hier wirst du uns fehlen in Berlin. Ich sehe schon, du hast ja diesmal einen Kameraden angelacht im Grunde. Das ist ja einmalig. Jung. Der kann Dinge, die ich nicht kann. Das können nur die jungen Leute, nämlich mit Internet richtig gut umgehen. Na, das ist eigentlich mehr meine Stärke. Ja. Du weißt, dass ich schon in 10 Sprachen schweigen kann. Das hätte auch gemacht. Ja? Also Glückwunsch erstmal, viel Spaß. Ich hatte mit Heidi schon mal das Glück, aber 72. Da war ich noch jünger, weißt du? Und du warst meine Chefin, war ein schönes Erlebnis, weil du mich an jeder Ecke entlassen konntest. Weißt du, das war total. Heidi, also alles Gute, du weißt, dass wir dich hier lieben. Und alle warten, dass du zurück. Selbst wenn es früher sein sollte, trau dich einfach. Komm wieder. Ja, nicht, dass uns aufgeht. Umdrehen kann ich nicht. Ich will dir hier eine kleine Leuchte überlassen, die blendet auch. Ja. Weißt du, also das mal, wenn ein Überfall ist oder irgendwas, wenn ich ruf an. Kannst du dir vorstellen, wer muss jetzt? Dann musst du einen Moment warten, wenn der das Geld haben will. Weißt du, sagst du, Moment, ich muss erst ein Telefonat führen. Ja. Heidi, alles Gute, du weißt, wie es gemeint ist, lasst es euch gut gehen. Auf dir. Jetzt kommt ja? Aber nicht wieder mit. Nein. Sie hat es sofort gemerkt wieder. Das ist also jeden Fall. Na gut. Okay. Ja. Danke. Wir sehen uns. Habt ihr noch die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, um nochmal was anderes zu packen oder was? Nein, das ist jetzt ordentlich gepackt. Wir verlassen heute Berlin. Also, Kempinski mittendrin in Berlin an unserem schönen Gudamm. Genau. Und dann geht's los. Dann geht's raus. Wie konntest du dich irgendwie vorbereiten? Oder wie lange kennst du Heidi schon ein bisschen? Hat man dich schon ein bisschen beschnüffeln können? Also, Heidi habe ich jetzt zum dritten Mal wirklich erst gesehen. Habe viel telefoniert. Ich habe schon gemerkt, wir verstehen uns sehr gut, habe mir auch Rücksicht nimmt, aber habe auch gemerkt, worauf ich mich sehr auf sie verlassen kann. Und es ist erstaunlich, dass sie einfach, sie hat die gesamte Organisation in der Hand gehabt. Ich bin ja erst vor 3-4 Wochen dazu gestoßen. Und gut, ich habe das persönliche Sachen geregelt, aber ich konnte jetzt nicht organisatorisch groß da mitwirken. Wahnsinn. Ich habe eine Klasse. Also ich wünsche dir in aller gute Laune, vertragt euch gut beide und habt viel Spaß und genieße jeden Augenblick. Denn sowas wird einem, glaube ich, nie wieder gemacht. Nee, das ist anders. Ja? Okay. Lass dir gut gehen. Ja? Tschüssi. Finden Sie die Verabschiedung, die Ihnen hier bereitet wird? Einfach, wirklich, unfassbar. Das hätte ich nicht gedacht, am Olympischen Platz schon. Und einfach, dass so viele Menschen einen irgendwie, weiß ich nicht, mögen oder warum kommen die? Ich denke, dass ich eben für die Menschen, deren Traum erfülle. Ich glaube, alle, die hier sind, die würden alle gerne sowas machen. Wir können es nicht aus beruflichen, weiß ich was für Gründen, gesundheitlich, können es nicht. Du auch nicht. Du könntest es auch mal. Du kannst nicht um die Welt fahren, stimmt's? Du kannst deinen Laden nicht alleine lassen, 2 Jahre. Das geht eben nur, wenn hättest man... Hättest du aber vorher auch nicht gekonnt. Nein, sehr eben. Genauso ist es. Eben. Und darum bin ich so glücklich... Hättest noch ein paar Jahre warten, das wäre mit dir fahren. Dass ich die Möglichkeit habe, wo ich todtraurig war, als ich die Firma Hetzer verpachtet habe, sage ich heute ein Glück, dass ich das gemacht habe, sonst könnte ich mir ja diese Reise nicht ermöglichen, aus Altersgründen und finanziell. Also eigentlich ist es doch toll, dass die Mitarbeiter alle gut untergekommen sind, die Firma geht weiter und ich kann jetzt endlich mal mein Leben auch das machen, was ich möchte. Genießen, irgendwie. Genießen ist übertrieben, denn mit dem alten Ding werde ich viel Ärger haben. Als ob der Genuss sehr viel dabei ist, weiß ich nicht. Aber das habe ich ja immer geliebt, die Herausforderung. Und das ist toll. Aber ich verstehe nicht, diese Berlin ist doch so toll. Warum verlasse ich Berlin? Das heißt ja nicht, ja. Du kommst ja wieder. Ich bin eben so neugierig, was sonst so ist. Und na klar, ja. Mhm. Auf welche Länder freuen Sie sich denn besonders? Eigentlich auch alle, weil es kommen ja Länder, wo ich nichts erwarte und da wird was Besonderes sein. Aber ich denke, Südamerika wird das Schönste, also ziemlich am Ende.
Nordamerika, okay, auch viele, das kennt man. Ich kenne auch China, das kenne ich alles. Laos soll ganz toll sein. Also es wird dazwischen Thailand, Australien, gut, ist aber auch relativ neu. Neuseeland war ich noch nicht. Neuseeland freue ich mich auch ganz besonders. Und da habe ich auch Rallye-Fahrerfreunde. Aber es wird einfach unterwegs Dinge geben und das ist ja das Tolle, dass man es nicht vorher weiß. Ich habe natürlich ein Kleid und einen Hosenanzug dabei für, wenn man mal, aber ja, noch ist es zu viel. Weil mir jeder sagt, dann musst du das mitnehmen hier, weiß ich, bunte Schals, Tiger mögen die am liebsten. Ja, in welchem Land? Und also, weil es eben die ganze Welt ist, ist es so schwierig, warm und kalt. Und okay, ich krieg unterwegs noch in die Mongolei, schickt mir jemand ganz tolle Stiefel. Die werden extra für mich angefertigt. Aber die geht nicht so schnell. Die kommen aus Seattle. Und die werden extra angeschickt in die Mongolei. Ich denke, da ist jetzt schon ein bisschen zu spät, ne? Für die Stiefel. Aber egal. Es wird einfach hoffentlich nur schön, dass ich keinen bösen Menschen begegne. Das weiß man nie, ne? Und darum habe ich ja meine 6 Taschen dabei, obwohl mir hier 2 Männer gestern Abend abgeraten haben, willst du wirklich diese Taschen mitnehmen? Ja, ich setze immer meinen Kopf durch. Ich nehme diese Taschen mit, weil ich finde, da lachen die Leute. Das ist irgendwie eine Sache, was findet man witzig in allen Farben, diese Autotaschen. Und so sehe ich das, ich will das einfach lustig gestalten. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon oben warst am Olympischen Platz. Nee, jetzt sitzen wir hier, wunderschöne Räume, Kempinski. Schön, dass ich dich mal wieder treffe. Wir kennen uns ja auch so ein bisschen über die Oldtimer, auch mit Heidi. Deswegen bist du heute hier. Es ist ein Riesenwummel los. Was sagst du zu der ganzen Veranstaltung und zu diesem Welttrip? Also ich finde es toll. Ich finde es toll, dass sie in dem Alter noch den Mut hat, das zu machen. Ich hoffe, sie kommen gut durch. Die Gesundheit spielt mit und auch dieses Auto. Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, mein Herrgott. Aber das ist für uns wieder drin, für dich ja noch lange nicht. Aber dadurch wird man selbst ein bisschen jugendlicher, weißt du, wenn das vor so einem Auto steht. Sag mal, Auto muss man sagen, was hast du selbst dazu? Du führst bei uns immer mit bei den Eltern nochmal eine kleine Auswahl, die wir so Berlin-Brandenburg machen. Hast du da viel Spaß mit deiner Frau? Dadurch kennen wir uns auch schon über Jahre auch von anderen Sachen. Was hast du selbst für ein Freude am Auto? Ist Auto dein Leben? Also mein Leben nicht unbedingt, aber ich liebe alte Autos. Ich selber habe keins. Das liegt aber daran, dass ich kein Schrauber bin. Also ich kenne mich zu wenig aus mit dem Auto. Ich fahre die wahnsinnig gern. Aber da selber dran rumzufummeln, das funktioniert bei mir nicht. Hätte ich auch gar nicht die Zeit dafür und die Möglichkeiten. Und deswegen habe ich kein eigenes Auto. Ich sitze wahnsinnig gerne da drin und gucke mir die an und fahre auch alle. Und so eine Rallyes mache ich für mein Leben. Wir wissen ja, dass du aus deiner Serie gar nicht wegkommst im Moment. Geht ja auch schon Jahre. Ich glaube, viele gucken ja. 22. Jeden Tag. Hat man jetzt auch mal so einen Traum, den man sich so erfüllen würde? Oder wird es auch deine Richtung, dass du sagst, so einmal um die Welt, musst du jetzt um Gottes Willen umgehen? Du kannst ja auch Auto. Mit wem? Wird es mal was für dich oder liegt dein Abenteuer auch mal an? Also ich würde das wahrscheinlich eher auf den Weltmeeren machen. Also um die Welt. Noch einsam. Nein, aber ich glaube, so am liebsten so unter Wasser. Ich bin ja so, ich liebe das Tauchen. Und das würde mich reizen. Mit einem Auto ist das schon sicherlich sehr anstrengend. Das war die Zeit, die davor hat. Die hat ja jetzt einen jungen, gut aussehenden Mann dabei. Also ich meine, das machst du nochmal. Ja. Der wird sie sicherlich... Keine Eifersüchteleien. Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder bei passender Gelegenheit. Toi, toi, alles Gute. Danke. Ja, tschüss.